Ich möchte euch heute Prometheus vorstellen, ein Monitoring-Tool, das gebaut wurde, um in bisschen dynamischeren Umgebungen zu funktionieren. Plan für den Abend heute ist, dass ich zuerst mal die Architektur zeige, wie Prometheus aufgebaut ist, welche Komponenten es gibt. Danach werden wir uns das Datenmodell anschauen und die Query-Sprache dafür, um dann Alerting und Visualisierung uns näher anzugucken. Und im letzten Teil soll es dann darum gehen, wie ich eine eigene Anwendung so aufbauen kann, dass ich sie abfragen kann und wie das Ganze dann im Zusammenspiel mit Docker-Umgebungen auch funktioniert. Kurz zu mir. Mein Name ist Andreas Jirklich, arbeite hier in Karlsruhe bei Axum und Axum baut eine Plattform für Maschinenhersteller und fertigende Unternehmen, also im Industrieumfeld. Und ich beschäftige mich da hauptsächlich zu Themen wie Stream Processing, Datenaufbereitung und auch das ganze Infrastrukturthema, was Docker angeht, sind da so meine Themen. Weshalb jetzt ein neues Monitoring-System? Es gibt viele Lösungen, alle haben schon irgendwas im Einsatz. Die Software, die gebaut wird, wird immer ein bisschen dynamischer, weiter entwickelt sich in eine Richtung weg von Monolithen hin zu Microservice-Architekturen, dass die Anwendungen in vielen Diensten aufgeteilt werden und die Dienste dann auch vielleicht mehrfach, nicht nur einmal laufen, um eine gewisse Verfügbarkeit zu garantieren. Und auch die Umgebungen selbst werden viel dynamischer. Das heißt, wo ich früher irgendwie noch die IPs von den Servern einzeln gekannt habe, kann ich das heute nicht mehr machen, weil ich es vielleicht erst wirklich, wenn es ausgeführt wird, überhaupt mitbekommen, auf welcher IP-Adresse das Ganze läuft. Die Idee jetzt ist, für Prometheus zum einen Health-Checks abzubilden und auch ein Whitebox-Monitoring zu machen. Das heißt, ein Monitoring, was innerhalb von der Anwendung oder nah an der Anwendung dran läuft und auch Insights von den einzelnen Diensten direkt bekommt. Und dadurch, dass das Ganze so dynamisch aufgebaut ist, dass man eigentlich gar nicht weiß, wie viele Instanzen laufen gerade oder wie heißen die, wo muss ich die Daten herholen, ist es eigentlich nicht mehr machbar, da wirklich die einzelnen Dienste von Hand zu konfigurieren. Das war so der Anlass, weshalb Prometheus entstanden ist. Zur Geschichte ganz kurz. Prometheus hat begonnen im Jahr 2012 bei ein paar Leuten, die von SoundCloud das Ganze gebaut haben. SoundCloud hat zu den Zeiten schon vor Docker auch mit so Container-Infrastrukturen gearbeitet. Und da waren ein paar Mitarbeiter, die früher auch mal bei Google waren und da dieses Borg und Borgmon gekannt haben. Die haben sich hingesetzt und haben jetzt ein Monitoring-System aufgebaut, was genau mit diesen Problemen umgehen kann. Die Software ist 2015 veröffentlicht worden, ist auch nach Kubernetes das zweite Projekt bei der Cloud Native Computing Foundation und jetzt vor ein, zwei Monaten als 2.0 released worden. 2.0 hat eigentlich hauptsächlich im Unterbau größere Veränderungen mitbekommen, ein Wechsel jetzt rein als Benutzer, nur da gar nicht wirklich viel gespürt. Okay, als erstes schauen wir uns mal die Architektur an, wie das Ganze aussieht in so einer Microservices-Umgebung, wie sich da Prometheus mit einfügt. Gehen wir davon aus, wir haben eine Menge an Services, jetzt hier mal nur 5 Stück, das werden in Realität mehr sein. Die haben alle ihre einzelnen Fähigkeiten, beispielsweise ein Frontend, Backend Server, Datenbanken, die als einzelne Services laufen. Und wenn ich jetzt Prometheus mit einsetzen will, stelle ich das einfach nebendran als weiteren Dienst, der mitläuft in der ganzen Umgebung. Das heißt, Prometheus ist jetzt nicht irgendwie eine hochverteilte Anwendung, sondern es ist im Prinzip eine einzelne Binary, die ich ausführen kann, die ihre eigene Datenhaltung mitbringt. Und die Idee dahinter ist, dass die möglichst dann auch noch funktioniert, wenn beispielsweise mal irgendwas Netzwerkprobleme da sind, dass dann nicht das Monitoring-System ausfällt, weil die Datenbank nicht mehr richtig funktioniert dahinter. Die Idee, ganz grundlegend, ist, die Targets oder die Dienste, die ich habe, in Prometheus als Targets benannt, werden von dem Prometheus-Server aus gescraped. Das heißt, der Server kennt
welche, wie die Umgebung aussehen soll, kennt die ganzen Endpunkte und grast die in einem wiederkehrenden Intervall ab. Das Ganze funktioniert genau über HTTP, also da gibt es keine zig Wege. Prometheus kennt alle Endpunkte, fragt die ab und sammelt damit die Metriken. Die einzelnen Targets, die jetzt hier links stehen, sind üblicherweise in der Konfiguration über sogenannte Jobs gruppiert. Das heißt, über einen Job können wir jetzt sagen, Job für die Backend-Server, ein Job für die Datenbanken. Darüber werden die gruppiert und die Targets sind dann die einzelnen Instanzen, die abgefragt werden dafür. Die Daten werden, wie schon erwähnt, in einem wiederkehrenden Intervall gescraped und tauchen dann in Prometheus auf, werden gespeichert und in Prometheus läuft noch eine gewisse Evaluierung ab, wo dann die Regeln ausgewertet werden und beispielsweise Alarme generiert. Also die Alarmgenerierung findet in Prometheus statt. Das ganze Handling, was Alarme angeht, passiert dann aber im Alert Manager. Also das ist eine Trennung. Der Prometheus kümmert sich genau um das Sammeln und das Aufbereiten von den Daten, ums Speichern, für alles, was mit Notifications zu tun hat und wer jetzt in welchen über eine SMS, über Pager irgendwie die eine Benachrichtigung kriegt, das passiert in dem Alert Manager. Der ist auch nur ein weiteres Projekt in diesem ganzen Ökosystem. Nochmal zu den Ideen. Es handelt sich um ein Monitoring- und Alerting-Toolkit. Das heißt, es ist genau dieser Zweck. Metriken zu sammeln, zu speichern und Alerts drauf auszulösen. Und der Ansatz ist komplett pull-based, also HTTP und Pull-Prinzip ist gesetzt. Das ist eine Entscheidung. Es gibt andere Technologien, die es anders machen, die eher push-basiert sind. Prometheus hat sich für den Weg entschieden. Was es nicht ist, ist, es handelt sich nicht um eine Lösung, die für ein Event-Logging oder ja, sowas, wo man vielleicht ein ELK verwendet. Oder ein Tracing-System, wo ich einzelne Abfragen oder einzelne Requests durchtracen kann, sondern es geht mehr darum, Metriken über den Zustand von meinen Diensten zu erlangen. Das war so die kleine Ansicht von dem Ganzen. Wenn es Architektur heißt, sollten wir uns auch einmal das große ganze Bild anschauen. Das von der offiziellen Doku. Wie man sieht, in der Mitte der Prometheus-Server, der zum einen diesen Retrieval-Part hat, der sich darum kümmert, diese Scrapes durchzuführen. Und gescraped werden unter anderem die Exporter, das war, oder Jobs-Exporter, die wir schon gesehen haben. Zudem gibt es noch so einen Federation-Mechanismus, das heißt, ein Prometheus-Server kann von einem anderen Prometheus-Server wieder Daten abrufen. Und für kurzlebige Jobs, beispielsweise, wenn man einen Cron-Job laufen hat, den man jetzt nicht per HTTP dann abfragen kann, wie es ihm ging, gibt es noch so einen Weg über ein Push-Gateway das Ganze zu machen. Das heißt, der Job pusht seine Metriken an dieses Push-Gateway und das Push-Gateway ist einfach ein weiteres Ziel, das Prometheus scraped. Die Konfiguration selbst, da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Also ich kann da einfach komplett hardcodieren, welches meine Targets sind und es gibt verschiedene Integrationen über Service Discovery, wo ich meine Konfiguration erlangen kann, also wie ich die Targets finde, die ich scrapen will. Das ist eigentlich der Kernansatz von Prometheus, wieso sich es vielleicht ein bisschen anders anfühlt als eine gewöhnliche Monitoring-Lösung. Neben dem Storage-Teil, der eine eigene ja, Storage-Lösung ist, die in Prometheus mitkommt, gibt es dann noch die PromQL. Das ist eine Sprache, die man verwenden kann, um zum einen Queries zu schreiben und auch ja, dann einen HTTP-Endpunkt wieder anbietet, über den dann Dritttools, beispielsweise so eine ganz einfache WebGUI oder ein Grafana, drauf zugreifen kann, um die Daten wieder rauszulesen. Und wie wir vorhin schon gesehen haben, bei den Alerts gibt es dann den extra Alert Manager, der sich darum kümmert, die Notifications dann rauszuschicken. Gibt es soweit schon Fragen? Okay. Dann wird man uns als nächstes das Datenmodell anschauen, das Prometheus vorschlägt, beziehungsweise woher es kommt, dass Prometheus eine andere Art von Datenmodell gewählt hat, als man es üblich kennt. Wenn man mit älteren gewöhnlichen Monitoring-Lösungen arbeitet, gibt es immer so ein hierarchisches Datenmodell. Das heißt, ich habe im Prinzip einfach nur einen String, der einen Wert haben kann und der String kann dann irgendwie unterteilt werden, meistens mit so einer Punktnotation, dass man sich ein Metrik
Pfad aufbaut. Beispielsweise jetzt hier die ganzen Nginx-Server auf verschiedenen Hosts, die Response-Codes dazu und einen Zähler, welche HTTP-Response wie oft vorgekommen ist. Wenn man darauf jetzt Auswertungen machen will, über Server hinweg beispielsweise oder über ganze Systeme und Dienste hinweg, dann muss man mit Wildcards arbeiten, um im Prinzip die ganzen Metrikpfade zu treffen, die man haben will, die man summieren will oder über die man irgendwie einen Durchschnitt bilden will. Das Ganze kann relativ schnell gefährlich werden, wenn da ein paar zu viele Wildcards drin vorkommen, weil man dann plötzlich vielleicht auch Metriken trifft, die man gar nicht treffen will. So ein System erfordert ziemlich viel Konvention. Da muss man sehr aufpassen, dass man dann richtige Wahl trifft und alle das auch einhalten, dass die Metriken irgendwie nicht durcheinander kommen. Und die Hierarchie, die man sich einmal ausgedacht hat, also wenn jetzt der Host vorne steht und ich irgendwann mal auf die Idee komme, dass er vielleicht gar nicht so wichtig ist und der vielleicht woanders stehen soll oder ich ihn gar nicht mehr brauche, dann muss ich eigentlich die komplette Hierarchie umbauen und nicht nur einzelne, ich kann jetzt nicht von ein paar Systemen die Metriken anpassen. Das war so eine Idee, wieso Prometheus ein bisschen einen anderen Weg gegangen ist. Das Datenformat von Prometheus ist ein mehrdimensionales Datenmodell. Das heißt, eine Metrik sieht so aus, dass ich einen Metriknamen habe, ein beschreibender Text quasi und ein Set von Labels. Also ich kann Labels, Key-Value-Paare anhängen und habe dann hinten meinen Metrikwert. Der Metrikwert ist immer ein 64-Bit-Float. Also da gibt es jetzt eine ziemlich harte Einschränkung, dass ich beispielsweise jetzt nicht irgendwie einen String als Wert hinten als Metrikwert wirklich verwenden kann. Eine solche Reihe aus Metriknamen und einer ganz konkreten Kombination an Labels ergibt dann eine Time Series, die so auf der Platte geschrieben wird. Das heißt, sobald sich ein Wert in der ganzen Kette von Labels ändert, gibt es eine neue Time Series. Wenn man sich unten das Beispiel anschaut, die HTTP-Requests, da habe ich jetzt drei Labels angehängt, den Pfad, auf den der HTTP-Request gegangen ist, die Method und einen Response-Code. Und hinten dran habe ich meinen Counter, wie viele Anfragen mit diesem Response-Code beantwortet wurden. wenn man sich das, dieses Modell hat sich Prometheus halb ausgedacht. Das kennt man auch, wenn man mit Influx arbeitet, sieht es ähnlich aus. Da tun sie jetzt ein paar zusammen und haben da auch Bestrebungen, dass das Ganze standardisiert wird, weil es eigentlich jetzt so branchenüblich quasi ist, dass man die Metriken so beschreibt. Mit dem Datenmodell ist das so flexibel aufgebaut, dass ich über die Labels dann auch verschiedene Datentypen abbilden kann, also verschiedene Metriktypen. Und die Metriktypen, die unterstützt sind folgende. Wir haben zum einen einen Counter. Mit einem Counter kann ich einen habe ich einen Zähler, der immer nur nach oben gehen darf? Könnte ich beispielsweise wie die HTTP-Requests gerade eben, wenn der Server startet, fange ich bei 0 an, zähle die Werte hoch, kann den nie wieder reduzieren, sondern es ist immer ein aufsteigender Wert. Das hat zur Folge, dass wenn ich so beispielsweise Raten berechne und mein Dienst in der Zwischenzeit durchgestartet ist, wieder bei 0 anfängt, kann Prometheus das rausrechnen und merken, der Wert ist runtergegangen, dann ist aber keine negative Rate, sondern merkt einfach, dass es ein Restart war. Bei den Gauges zeigt man einfach einen aktuellen Wert an, wie rechts beispielsweise einen Tachoausschlag. Da wird einfach nur ein aktueller Wert gerade gemessen. Und dann gibt es noch zwei Typen, die sich ein bisschen ähnlich anfangs anfühlen, aber doch unterschiedliches machen. Zum einen das Histogramm. Das kann man sich vorstellen wie im Prinzip eine Menge an Countern, die mehrere Buckets haben. Gewöhnlicher Anwendungsfall für sowas ist Response-Time-Messung, dass ich ein Bucket mache mit 100 Millisekunden, mit 200 Millisekunden, mit 500 und 1000. Und wenn ich jetzt eine 400 Millisekunden-Wert messe, dann wird er in das 100er, in das 200er und in das 500er reingepackt und die anderen nicht mehr. Bei der Summary ist ein bisschen anderer Ansatz. Da kriegt man Quantiles raus. Das heißt, da wird über ein Zeitfenster werden die Daten gemessen und ich kann dann zum Beispiel meinen 99-Percentile ausrechnen und sehen, welcher Wert da drin liegt. Und das Ganze ist halt dann wieder immer nur auf ein festes Zeitfenster, das immer wieder mit rotiert.
Die Auswahl hier ist relevant, weil es darauf ankommt, ein Histogramm kann ich beispielsweise über mehrere Instanzen aggregieren. Wenn ich das mit Summaries mache, kann ich damit logischerweise nichts. Ich kann sie zwar addieren, aber ich kriege keine sinnvollen Werte mehr raus, weil zwei Percentiles miteinander zu verrechnen, gibt eine Zahl, aber keine, nicht unbedingt die richtige. Jetzt zum Scrape-Prozess selbst. Während Prometheus Daten von den Endpunkten abgreift, fügt es noch weitere Labels hinzu. Wie wir ganz am Anfang gesehen haben, jeder Instanz, die angesprochen wird, jedes Target hat eine IP-Adresse und einen Port. Und die Targets sind ja gruppiert in einzelne Jobs. Die Labels werden noch mit hinzugefügt beim Scrape-Prozess. Das heißt, was wir vorhin gesehen haben, war der Wert, der exposed wird. In Prometheus findet man ihn dann noch angereichert mit den Job- und Instanz-Label. Darüber kann man nachher halt auch wieder von einzelnen Jobs nur die Metriken gruppieren, weil die Metriknamen vorne nicht unique sein müssen. Das heißt, es können mehrere Dienste sein, die unabhängig den gleichen Namen definieren. Kann ich dann über einen Job beispielsweise, wenn ich meine Datenbanken und meinen Webserver habe und die zufällig den gleichen Metriknamen verwenden, über den Job das so einschränken, dass ich nur meine Datenbankserver damit erreiche. Während dem Scrape-Prozess schreibt Prometheus auch noch ein paar weitere Metriken dazu. Unter anderem die Up-Metrik, die einfach nur eine 1 oder eine 0 ist, ob sie diesen Endpunkt erreicht hat. Und das ist im Prinzip so der allereinfachste Health-Check. Wenn ich direkt meine Software instrumentiert habe und die einen Endpunkt anbietet, kann ich damit schon feststellen, ob überhaupt mein Endpunkt überhaupt erreichbar ist. Und noch so ein paar weitere Daten über, wie lange ein Scrape gedauert hat, kann ich auch auswerten, um vielleicht zu sehen, ob nicht mein Metrik aufbereiten vielleicht viel Last erzeugt, was durchaus passieren kann. Jetzt stehen die Daten in Prometheus, in dieser Spezialdatenbank drin. Dann habe ich verschiedene Möglichkeiten, darauf Abfragen zu machen. Also ich kann beispielsweise einfach nur einen Metriknamen wie up angeben, dann kriege ich alle Time Series, egal welche Labels sie haben, einzeln zurück. Ich kann nur Labels angeben. Ich kann eine Kombination aus beidem machen, Metrikname und Labels. Und innerhalb von den Labels kann ich dann auch noch reguläre Ausdrücke verwenden. Das heißt beispielsweise meine 4-Stern- oder 5-Stern könnte ich in den Code reingeben, um eine Abfrage dann auf speziell diesem Response-Code zu machen, um alle Fehler abzumatchen. Wenn man einfach nur so einen Ausdruck wie jetzt hier hinschreibt, einen Metriknamen und eine Kombination von Labels, dann bekommt man so einen sogenannten Instant-Vektor zurück. Dabei handelt es sich um eine Menge an Ergebnissen. Für jede Time-Series, die auf diese Kombination von Labels matcht, bekomme ich genau den letzten Wert, oder den aktuellen Wert von diesen Metriken. Das Ganze kann ich dann noch machen, dass ich noch mit der eckigen Klammer, wie rechts unten zu sehen, eine Zeitdauer angebe. Dann bekomme ich von jeder Time-Series alle Werte, die in diesem Zeitfenster gescraped wurden. Das heißt, beim einen kommt einfach nur eine Zahl zurück, beim anderen kriege ich ein komplettes Array. Dieses Array kann ich dann wieder verwenden, um in weiteren Funktionen Funktionen aufzurufen, die was mit den Änderungen innerhalb von diesem Array anfangen. Da gibt es zig verschiedene Möglichkeiten. Man kann arithmetische Operationen anwenden. Also ich kann beispielsweise zwei Instant Vector Results durcheinander teilen. Die werden dann wieder über ihre Labelpaare gematcht und die Werte entsprechend geteilt. Was bei sowas ist wie alle HTTP-Requests mit 400 und 500 und alle HTTP-Requests, dann kann ich meine Error Rate ausrechnen. Es gibt noch ein paar aggregierende Operatoren und ein größeres Set an Funktionen, die man anwenden kann. Jetzt haben wir hier wieder unsere HTTP-Requests total über eine Minute. Die würden jetzt von allen Kombinationen an Labels jeweils ein Array zurückgeben mit allen Scrape-Ergebnissen, die in der letzten Minute aufgetreten sind. Darauf kann ich jetzt eine Rate-Funktion anwenden und die Rate-Funktion macht Folgendes: Die nimmt den ersten Wert, den letzten Wert, rechnet mir eine pro Sekundensteigung aus. Damit kann ich beispielsweise messen, wie viele Requests pro Sekunde jetzt
auf jeder Kombination rauskommen. Wenn mir dann von allen Händlern und allen Methoden und allem das zu viel werden, kann ich die wieder, wie bei SQL beispielsweise, gruppieren und dann eine Summe drüber bilden. Das heißt, ich wende eine Summe an auf diese Rate und sage, ich möchte es nur pro Job und Händler haben. Das heißt, mir ist jetzt die Methode egal, mir ist der Response Code egal, ich möchte jetzt einfach nur auf dem Job und Händler gruppiert die Summe haben. Und das kann ich wieder in Funktionen reinstecken. Da gibt es relativ viele Möglichkeiten, um mir die jetzt hier, wie man hier im Beispiel sieht, die Top 3 mit den höchsten Requests pro Sekunde über die letzte Minute rauszuholen. Die Funktionen sind relativ wichtig, weil man irgendwann dann auch einfach tausende Time Series zurückbekommt und ich kann sie zwar sortieren, aber meistens interessieren dann doch nur die wirklich ausschlagende Werte haben. Soweit Fragen schon. Dann gehen wir zum Recording und Alerting. Das sind eigentlich zwei nicht ganz gleiche Themen, die werden aber technisch über ein ähnliches Konzept abgehandelt, über Alert Rules und eine Evaluation, die innerhalb von Prometheus erfolgt. Die Recording Rules, die in Prometheus laufen, das ist einfach eine, die dienen dazu, dass ich bestimmte Sachen, die vielleicht teuer werden, Operationen, schon mal voraggregieren kann und dann neuen Namen abspeichern. Beispielsweise so ein Durchschnitt über die letzten 5 Minuten einmal vorberechnet in eine neue Metrik reinzuschreiben, um die dann später wieder verwenden zu können. Das Hauptgrund hierfür ist Performance. Kann man aber auch machen, um später in Alert Rules nicht immer komplett lange Ausdrücke hinzuschreiben, sondern sich einfach auf vorberechnete Werte zurückzuberufen. Die Alerting Rules dagegen sind dann jegliche Form von PromQL Expression, die ich angeben kann, die ich bauen kann, die mir eigentlich einen Wert zurückliefert und eine Condition, die ich dagegen prüfe. Und eine Alerting Rule führt diesen Check aus und erzeugt dann eine künstliche Metrik, die, falls diese Condition zutrifft, gesetzt wird. Also innerhalb von Prometheus erfolgt diese Regelauswertung. Ich habe dann noch Möglichkeiten, Delays anzugeben, das heißt nicht beim ersten Ausschlag direkt einen Alert zu erzeugen, sondern erst anzugeben, dass es eine gewisse Zeit lang anliegen muss, bis der Alert wirklich feuert. Und das Ganze wird in so einer synthetischen Metrik abgespeichert, die Alerts heißt. Also Prometheus evaluiert und speichert erstmal nur bei sich. Das heißt, ich habe in der Prometheus-Datenbank neben den Metriken auch alle Alerts, die passiert sind. Und natürlich, wenn der Alert nicht mehr anliegt, kümmert sich darum, genau diese Metrik wieder zurückzusetzen. Der Alert-Manager dagegen kriegt dann immer, wenn so ein Alert wirklich gefeuert hat, einen Push und kann dann damit basierend auf den Infos, die in dem Alert drinstehen, entscheiden, welche Notifications er ausführt, wohin was geroutet wird, über welchen Kanal, an welches Team die Alerts gehen. Innerhalb vom Alert Manager kann ich dann auch so ein Grouping vornehmen, das heißt beispielsweise einfach alle Alerts, die in einer Viertelstunde ankommen und vom gleichen Typ sind, zusammenpacken und nicht jeder einzeln wegschicken. Mit Inhibition Rules kann man angeben, welcher größere Alert, welche kleineren wohl zur Folge hat. Das heißt, so ein Netzwerkaussetzer ist dann ein Grund, der vielleicht die kleinen Metriken, dass eine Datenbankverbindung nicht mehr da ist, schon erklärt und deshalb die nicht so wichtigen Metriken Alerts gar nicht mehr rausschickt. Und ich habe auch über das Web-Interface oder die API die Möglichkeit, ein Silencing auf bestimmte Metriken auf bestimmte Alerts festzulegen. Das heißt, wenn man Maintenance macht, kann ich das darüber einstellen, dass bestimmte Alerts dann nicht weiter geroutet werden an die Notifications. Wie sieht so eine Regel aus? Das ist gar nicht so komplex. Alles, was Rules sind, werden erstmal, das ist mit Prometheus 2 reingekommen, in Gruppen aufgeteilt und innerhalb von der Gruppe habe ich eine sequentielle Abarbeitung. Das heißt, ich kann vieles kann parallel laufen, innerhalb einer Gruppe läuft sequentiell. Dadurch habe ich die Möglichkeit, erst ein paar Recording Rules auszuführen, die mir Werte
vorberechnen, um dann in den Alerting Rules darauf zuzugreifen. Was man jetzt hier sieht, man gibt einfach einen Namen an, den dieser Alert haben soll, die Expression, die passieren soll, beispielsweise jetzt hier die Latenz, die größer als 500 Millisekunden ist, und eine Zeitdauer, wie lang dieser Alert anlegen oder diese Bedingung so erfüllt sein muss, dass dieser Alert auch feuert. Also wenn der zum ersten Mal auftritt, dann steht er erst auf Pending. Wenn er 10 Minuten lang so anlegt, dann wird er zu Firing und wird dann auch beim Alert Manager ankommen. Über die Labels habe ich dann noch Möglichkeit, dem Alert Informationen hinzuzufügen, über die ich nachher dann auch wieder am Alert Manager das Routing machen kann. Beispielsweise, wenn ich jetzt hier ein Critical hinschreibe, einen anderen Notification-Weg zu gehen, als ich ohne Critical nehmen würde. Die Annotations sind dann eher noch Beiwerk, um ein bisschen Texte-Templating zu machen, um schönen Text in dem Alert drinstehen zu haben. Jetzt haben wir Alerts alles abgehandelt. Wie sieht denn das Ganze aus, wenn man mal reinschauen will in die Datenbank? Mit einem installierten Prometheus kommt ein Webinterface mit, auf das ich mich einloggen kann. Da kann ich meine Konfiguration sehen, kann sehen, welche Targets gerade über die Konfiguration reingekommen sind. Und ich habe auch so einen Expression-Browser, wo ich meine Expressions zusammenbauen kann, direkt die Rohwerte anschauen oder in so einem ganz einfachen Graphen mir die Ergebnisse plotten zu lassen. Das ist jetzt genau dafür gut, ein paar Expressions einzutippen, das Ergebnis anzugucken und dann in anderen Tools zu verwenden. Also ich kann mir damit jetzt keine größeren Dashboards bauen, die ich irgendwie verwenden würde, aber zum Debugging ist es eigentlich ein ganz cooles Tool, relativ einfach und funktioniert. Wenn man dann zu den Dashboards geht, im Monitoring-Umfeld, glaube ich, die Lösung, die fast alle einsetzen, Grafana, ist ein ganz allgemeines Tool, um verschiedene Datenbanken anzubinden und fürs Umfeld Analytics und Monitoring eigentlich verwendet. In Grafana gibt es einen Built-in Prometheus Support, das heißt, das ist direkt mit dem Standardumfang mit dabei und auch relativ viele Features in letzter Zeit dazugekommen. Das heißt, wenn man jetzt da rechts unten sieht, da gibt es eine ganz coole Auto-Completion mittlerweile, die dann auch beispielsweise sogar die Labels vorschlägt, die dann noch passen. Also da gehen einige Calls gegen die HTTP-API von Prometheus, um dann die Möglichkeiten zurückzuholen, was in dieser Auto-Completion angezeigt wird. Grafana selbst ist über Plugins noch erweiterbar. Das heißt, es gibt für viele Tools Möglichkeiten, die andere Datenquellen auch anzubinden. Prometheus Support kommt schon von Haus aus mit. Und ist auch ja, relativ gut mittlerweile. Grafana ist jetzt übrigens auch seit ein paar Tagen, ich glaube Anfang Dezember, auch in die Cloud Native Computing Foundation mitgewandert. Das heißt, man kann da erwarten, dass da wahrscheinlich relativ viel kommt, was die ganzen Tools auch noch ein bisschen besser zusammensteckt. Was Grafana auch mitbringt, ist ein Templating-Mechanismus. Das heißt, wenn ich jetzt mit relativ dynamischen Umgebungen umgehen können muss, dann kann ich nicht für jeden Host ein eigenes Dashboard angeben. Und dafür kann ich mir im Prinzip Select-Boxen vorausfüllen. Und da könnte ich jetzt beispielsweise als einfachste Art einfach meine 5 Servernamen von Hand eintragen. Das Grafana Templating hat für Prometheus da auch speziellen Support, dass ich mir direkt über eine Query die Werte zurückholen kann, die dann in so einer Template-Variable möglich sind. Also wenn man sich das Beispiel hier anguckt, diese Label-Values-Funktion, die existiert nicht in Prometheus, sondern in Grafana selbst. Und ich hole mir jetzt von der Up-Metrik für alle mit Prod getaggten Umgebungen erstmal die Metriken zurück und dann daraus die Werte, die Job annimmt. Das heißt, für alle Jobs, die in Prod deployed sind, kriege ich im Prinzip einen Wert zurück und kann den dann direkt verwenden. Das heißt, ich habe, wie man jetzt rechts sieht, ein Dropdown, wo dann die möglichen Jobs verwiesen sind. Und ich kann darüber dann entweder meine Dashboards so aufbauen, dass die Queries
mit diesen Variablen direkt arbeiten oder ich kann Looping machen über die ganzen Panels, die ich verwende und dann einfach über die Auswahl bestimmen, welche Panels jetzt gerendert werden. Das funktioniert relativ gut, bis dann irgendwann die JavaScript-Anwendung vielleicht aufgibt. Also ein cooler Ansatz, ziemlich gut integriert und auch nötig, wenn man mit den Umgebungen dann arbeitet, dass man so eine Einschränkung hat, die sich auch dynamisch mitändert, wenn sich in der Datenbank hinten dran was ändert, weil bringt nichts, wenn ich die Daten schön dynamisch anziehen kann, aber dann keine Möglichkeit habe, die Dashboards irgendwie entsprechend darauf reagieren zu lassen. Gut. Nachdem wir jetzt alles angeschaut haben, wie die Daten innen drin sind, wie wir sie anzeigen können, möchte ich als nächstes darauf eingehen, wie wir überhaupt aus unserer Software die Daten rausbekommen. Dafür gibt es drei verschiedene Wege, üblicherweise, wenn man mit Prometheus arbeitet. Das Einfachste ist, man hat eine Software, die zufälligerweise schon Prometheus Endpunkt mit exposed. Da gibt es mittlerweile einige, die das nachträglich mit einbauen, die es per Flag aktivieren lassen. Da muss ich eigentlich nichts tun, als diesen Endpunkt irgendwie eintragen und er wird gescraped. Wenn man mit Drittsoftware arbeitet, läuft das Ganze meistens über sogenannte Exporter. Ein Exporter ist einfach ein extra Stück Software, was ich irgendwo laufen lasse, das dann mit meiner Zielanwendung spricht, die ich monitoren will. Beispielsweise, wenn ich jetzt eine Elasticsearch habe, dann hat die zwar ein Interface, über die ich Daten abfragen kann, das ist aber JSON-basiert. Ich kann Prometheus nicht direkt die Elasticsearch abfragen lassen. Und dafür nehme ich dann so einen Exporter dazwischen. Das ist einfach ein kleiner Prozess, der auf der einen Seite mit der Elasticsearch API spricht, sich die Infos holt und auf der anderen Seite einen HTTP-Endpunkt anbietet, dass die Prometheus die scrapen kann. Und wenn man die Software selbst unter Kontrolle hat, ist der einfachste Weg, eigene Client-Bibliotheken mit einzubinden und dann den Code entsprechend zu instrumentieren, dass er Werte rausgibt. Wenn wir von Exporter reden, gibt es ein Set an Exportern, die relativ häufig verwendet werden. Der Node-Exporter ist so das bekannteste Tool. Der macht eigentlich nichts anderes, als die ganzen Linux-System-Infos über einen HTTP-Endpunkt zu exposen. Der ist relativ modular aufgebaut. Das heißt, man kann einzelne Module anschalten, ausschalten, was einen jetzt interessiert, um die Menge ein bisschen einzuschränken, weil der schon relativ viel auch rausspuckt, das man vielleicht gar nicht braucht. Mit einem Blackbox-Exporter, das ist ein bisschen ein anderes Tool, das kann ich auf irgendeinen Remote-Server draufschmeißen, kann dem Blackbox-Exporter eine Menge von URLs mitgeben, irgendwelche Endpunkte, die er anpingen soll, wo er einen HTTP-Request dagegen machen soll, um dann zurückzuliefern, ob mein Service überhaupt von außen erreichbar ist. Wenn man mit Java arbeitet, gibt es einen JMX-Exporter. Ist jetzt nur ein Beispiel, es gibt für verschiedene Technologien dann irgendwie immer einen passenden Exporter dazu. Und natürlich auch für bestehende Monitoring-Systeme. So ein Collect-D-Stats, die gibt es dann entsprechende Exporter, die man anbinden kann, die auch einfach nur die Konvertierung machen. Selbst mal, ja. Komme ich nachher noch drauf? Kann ich in der Demo zeigen, bei Spring speziell war es so, dass bis Spring 1 ja, Drop Wizard eingesetzt wurde, die genau dieses Metriksystem verwendet haben mit den hierarchischen Metriken. Das heißt, die haben auch dieses HTTP-Request.Path irgendwie exposed. Mit Spring 2 haben die komplett das System ausgetauscht. Ich zeige nachher ein Beispiel dabei. Da gibt es eine ganz coole Bibliothek dafür. Zum Code, ich habe es jetzt hier steht jetzt nicht der Java-Teil, sondern beispielhaft mal eine Python-Implementierung. Wenn ich so eine Client-Bibliothek mit einbinde, ist es relativ einfach. Ich habe eine Klasse, die ich instanziere, beispielsweise jetzt hier eine Summary. Ich gebe an, wie meine Metrik heißen soll, noch irgendeinen beschreibenden Text, der nachher auch mit rausgerendert wird. Und dieses Ganze registriert sich dann irgendwie über so ein Singleton-Prinzip meistens an einer Registry, wo dann die ganzen Metriken drinstehen. Und von dieser Registry kann ich dann einfach sagen, starte mir einen HTTPS-Endpunkt und expose die Metriken oder schieb sie irgendwie in einen Output-Stream rein, den ich dir übergebe.
Die Python-Bibliothek ist ganz schön aufgebaut, weil die Module, die man verwendet, auch noch ein bisschen erweitert hat, sodass jetzt hier beispielsweise ich direkt einen Decorator habe, den ich an eine Funktion dranhängen kann, der sich darum kümmert, das Timing zu machen, wie lange diese Funktion gelaufen ist und den Wert dann direkt misst. Das heißt, ich muss irgendwie nicht vorne und hinten selbst die Zeitmessung machen, sondern ich kann direkt das über die Bibliothek verwenden. Also die meisten Bibliotheken sind irgendwie auch so aufgebaut, dass sie noch so generische Konzepte mit drin haben. Es funktioniert natürlich immer besser, je besser die Bibliothek an das Framework angepasst ist. Also für Spring gibt es da auch ganz gute Ansätze, beispielsweise die ganzen, was Drop Wizard auch gemacht hat früher, sich irgendwo mit reinzuhängen und dann die Laufzeiten oder von allen Endpunkten direkt mitzumessen. So. Jetzt zum wirklichen Thema des Abends. Die ganze Idee von diesem dynamischen Monitoring kommt ja daher, dass man irgendwie mit so Umgebungen arbeitet, wo immer mal wieder ein Container gestartet wird oder ein Dienst gestartet wird, Dienst wegkracht, und man das einfach nicht mehr in die Konfiguration so direkt eintragen kann. Wenn man mit Docker arbeitet, Prometheus selbst ist in Go geschrieben. Fast alle Komponenten, die es drumherum gibt, sind auch in Go. Es gibt für alles, was so Standardumfang ist, fertige Container. Das heißt, ich kann Prometheus relativ einfach in einem Docker-Umfeld mitlaufen lassen. Wenn man jetzt ein Docker-Setup hat, ist es üblicherweise so, dass man den Node-Exporter so wie auf jedem System mit auf die Kiste draufhaut, um erstmal die Statistiken vom Host selbst abgreifen zu können. Der Docker-Daemon selbst hat ein Experimental-Feature, das heißt, ich kann beim Docker-Daemon anschalten, dass er auch einen Endpunkt exposed. Den muss ich dann natürlich noch zugreifbar machen. Aktuell ist der nicht so dermaßen nützlich, weil er eigentlich nur mitzählt, wie viele Container gerade laufen und wie viele in den letzten Minuten gestartet, gestoppt, erzeugt wurden. Ich bekomme keine containerspezifischen Werte zurück. Also ich kriege nicht eine Liste von Containern, die laufen, sondern wirklich nur allgemeine Daemon-Stats. Und wenn man Container selbst monitoren will, ist der cEAdvisor eigentlich ein relativ bekanntes Tool dafür. Ist von Google geschrieben, hat eigentlich erst einmal gar nichts mit Prometheus zu tun. Ist einfach ein Tool, was ich auf dem Host mitlaufen lassen kann. Das verbindet sich mit dem Docker-Socket, greift die Daten ab, welche Container gestartet, gestoppt werden. Im Prinzip das, was die Docker-Stats-API macht, greift cEAdvisor ab und hat verschiedene Wege, das Ganze wegzuschreiben. Also das kann ich mit Metricbeat wegschicken, ich kann es mit nach Influx schreiben oder ich kann auch einen Prometheus-Endpunkt damit exposen. Das ist so dieses Tool, mit dem man mal das ein grundlegendes Setup hat, dass man weiß, wie geht es meinem Host und wie geht es den Containern, die drauflaufen. Damit haben wir aber jetzt einfach nur von außen ein Monitoring über die Container. Das heißt, da kommt die Info zurück, es läuft ein Container mit dem Namen Postgres und der braucht so und so viel RAM und so viel CPU. Ich habe aber noch keine Möglichkeit, jetzt an meine eigentliche Software ranzukommen, die ich als Dienste deployed habe. Dafür bietet Prometheus verschiedene Integrationen zur Service Discovery. Das heißt, wenn man in Cloud-Umgebungen unterwegs ist, kann man die Konfiguration beziehen über die API von dem jeweiligen Cloud-Anbieter. Für Kubernetes und Marathon gibt es direkte Integrationen. Das heißt, man kann Prometheus anweisen, mit dem API-Server beispielsweise zu sprechen, um die ganzen Kubernetes-Ports-Services sich rausliefern zu lassen, um die dann zu verwenden als Scrape-Targets. Wenn man selbst Service Discovery aufgebaut hat, mit beispielsweise Consul/etcd, hat man darüber auch die Möglichkeit, einfach Prometheus darüber zu konfigurieren. Ein anderer Weg, den es auch noch gibt, ist die DNS-Service Discovery. Das heißt, ich kann über einen DNS-A-Record beispielsweise eine Menge von IPs mir zurückholen, die gescraped werden sollen. Also einfach in so einen Round-Robin-Eintrag gibt, der alle Hosts anzeigt,
Kann ich mir darüber die IPs holen, die relevant sind? Weil ich natürlich ja nicht einfach nur auf den Hostnamen gehen kann, wenn ich hinten dran Load Balancing beispielsweise habe. Wenn das alles nicht hilft, gibt es noch einen Weg über eine Custom-Integration. Das passiert über einen File-Handle, einen File-Watch. Das heißt, ich habe eine JSON-Datei, die ich in der Config angeben kann, die Prometheus dauerhaft überwacht und daraus seine Scrape-Targets zieht. Das heißt, wenn man gar keine von diesen obigen Integrationen verwenden kann, hat man immer noch die Möglichkeit, irgendwas Eigenes zu bauen, was dann so eine JSON mit einer Datei generiert, wo die Targets drinstehen. Wenn man so eine sinnvolle Service Discovery verwendet, dann kann man da auch noch Mehrwerte hinterlegen, beispielsweise unter welchem Port der ganze Dienst verfügbar ist. Das heißt, wenn ich das Ganze über DNS mache, kriege ich nur die IP-Adressen zurück, muss einzeln konfigurieren, unter welchem Port ich meinen Endpunkt erwarte, unter welchem Pfad ich ihn erwarte. Standardmäßig ist es Slash-Matrix, aber gerade beispielsweise in dem Spring-Umfeld sind die Pfade jetzt auch unter Actuator gewandert. Das muss ich entweder in der Anwendung umkonfigurieren oder ich muss es eigentlich irgendwo hinterlegt haben, dass ich das nicht von Hand noch mit konfigurieren muss. Was ich auch noch machen kann, wenn ich jetzt beispielsweise so mit einem API-Server spreche, kann ich noch die ganzen Labels, die an einem Pod dranhängen, beim Scrapen auch weiterverwenden und dann an meine Metriken dranhängen. Das sind so die allgemeinen Wege, die Prometheus dazu anbietet. Wenn man jetzt mit Docker im Speziellen arbeitet oder Docker Swarm, fehlt so eine API, die ich wirklich gut abfragen kann, welche Container jetzt eigentlich am Laufen sind oder welche Dienste dort vorhanden sind. Da gibt es offene Issues dazu. Die sind schon länger da und da scheint es nicht so wirklich einen großen Bedarf zu geben, daran was zu ändern. Also viele von den Infos, die man eigentlich gern haben wollte, kann man nicht so direkt über die API abfragen. Eine Möglichkeit da aber vorzugehen ist, wenn ich das Prometheus mit in meinen Swarm rein deployed habe, habe ich einen Service, also einmal zurück, wenn ein Service läuft, also wenn ich in Docker Swarm einen Service deploye, wird er mit einem gewissen Scale gestartet, das heißt mehrere Container, die diesen Service bedienen. Und wenn man es rechts sieht, sieht das Ganze dann so aus, dass es eine feste Service-IP gibt, die hinter der eigentliche Service, die ich über den eigentlichen Service-Namen erreiche. Und dann wird über so eine Kernel-Funktionalitäten im Prinzip eine Weiterleitung gemacht auf die anderen IPs, die wirklich die Container sind, die dann den Dienst erbringen. Wenn ich jetzt natürlich den Service-Namen irgendwo angebe in meiner Prometheus-Config, dann habe ich auch das Load Balancing dazwischen und komme jedes Mal an einem anderen Host raus, was ich halt nicht haben will. Bei Docker selbst gibt es da von dem internen DNS-Server einen speziellen A-Record, der heißt Tasks.ServiceName und da kriege ich direkt die Container-IPs zurück. Das heißt, das ist ein Weg, wenn ich jetzt mit Docker Swarm arbeite, direkt alle einzelnen Instanzen von dem Service zu bekommen, um über alle drei beispielsweise summieren zu können, was mir halt nichts bringt, über den eigentlichen Service-Namen zu gehen. Was hier halt komplett fehlt, ich habe keinerlei Metadaten, das heißt, ich weiß nicht, ich kenne nur den Namen von dem Service, alles andere muss ich selbst mit konfigurieren. Das ist so die statische Service Discovery, die man machen kann, wenn man zumindest seine Services kennt, die laufen sollen. Wenn es dynamischer werden soll, hier ist mir das Bild gespart, weil es zu groß werden wird. Es gibt so eine Proof-of-Concept-Lösung, die sich an den Docker-Socket verbindet, die komplette CLI noch mit reinzieht in sich und dann daraus eine Target-Konfiguration schreibt, die man dann in Prometheus wieder reinhängen kann. Also das ist und macht dann auch noch Folgendes, dass sie den Prometheus-Container mit den zu scrapenden Containern in ein Netzwerk reinhängt, was richtig cool ist, wenn man eigentlich eine Beschreibung hat, wie die Umgebung aussehen soll und dann noch ein Dienst mitläuft, der da noch Sachen dran ändert. Das ist irgendwie ein Weg, der funktioniert. Der zeigt eigentlich schön auf, dass da eigentlich Docker was machen müsste, eine gescheite API dafür anzubieten. Das ist nicht unbedingt ja, ich glaube nicht, dass man den Weg wirklich produktiv einsetzen sollte. Vor allem auch gerade in dem Swarm-Umfeld bedeutet das natürlich auch, dass die
dass man ein paar mehr Dienste auf den Managern-Knoten noch mitlaufen lassen muss, was auch immer ein bisschen kritisch ist, was die Stabilität vom Swarm selbst angeht. Also Meinung ist, eine manuelle Konfiguration ist eigentlich nicht machbar. Also ich weiß nicht mal, welche IP-Adressen die Container kriegen, wenn ich sie starte. Ich kann damit eigentlich nicht mit einer manuellen Konfiguration jedes Mal starten. Wenn man einen richtigen Scheduler verwendet, dann kann man die existierenden Konfigurationen verwenden. Die Integration, die es da gibt, da gibt es gewisse Regeln, die auch im Internet direkt zu finden sind, bestimmte, wie die Labels transformiert werden. Das wird ein bisschen längere Prometheus-Config, die ist aber eigentlich immer gleich. Also ist dann unabhängig von der eigenen Umgebung. Haben wir schon gesagt, die Swarm hat einfach dann ein bisschen einen Nachteil, dass da eine gescheite Integration dafür existiert. In manchen Fällen kann es aber auch wirklich ausreichen, dass man über diese DNS-Service Discovery geht. Wenn man weiß, welche Dienste an sich laufen sollen, egal wie häufig, kann man da über die Service Discovery per DNS gehen und sich die ganzen Hosts ziehen. Jetzt springen wir mal rüber, gucken wir uns mal an, wie das Ganze live aussehen kann. Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, hier einen Play with Docker Session aufzumachen mit drei Manager-Knoten und zwei Workern. Und habe auch schon mal einen kompletten Stack durchgestartet. In dem Stack ist jetzt drin zum einen ein Prometheus, Grafana, auch noch ein paar andere Tools. Ich würde jetzt einfach mal auf den Teil hier eingehen. Prometheus selbst, das Webinterface relativ schlicht gehalten. Kann man es lesen? Soll ich es größer machen? Gut. Ups. Man hat zum einen hier die Möglichkeit, seinen Metriknamen erstmal einzutippen, kriegt die Liste draus, kann jetzt hier dann die Einschränkungen machen. Job C-Advisor. Damit schränke ich es ein, bekomme immer nur mein Einzelergebnis zurück. Wenn ich jetzt hier die 3 Minuten angebe, sieht man hier übrigens hier die Liste aller. Das war jetzt so ein Range-Vector-Result, dass ich den Wert zu dem einzelnen Zeitstempel zurückbekomme. Genau, ich wollte eigentlich noch auf der anderen Seite anfangen. Ich habe ein Beispiel vorbereitet. Jetzt kommt deine Frage, Max. Eine Spring Boot 2-Anwendung. Spring Boot 2 hat einen Drop Wizard Support komplett gedroppt. Oh. Und sind jetzt umgestiegen auf eine neue Bibliothek, die nennt sich Micrometer. Hast schon mal jemand gehört? Ja, cool. Micrometer hat als Slogan SLF4J for Metrics. Das heißt, die Idee ist, ich habe eine Bibliothek, die ich in meiner Software verwende, ein Interface, und kann dann zur Laufzeit meine Implementierung dranhängen. So wie ich ein Log4j oder ein Logback bei einem SLF4J reinhängen kann, kann ich das Ganze auch zur Laufzeit machen, um Prometheus oder Atlas oder Influx Exporter mit reinzuhängen. Das heißt, die Software selbst ändert sich nicht erst über die Laufzeitbibliothek, über die Laufzeitabhängigkeit kommt dann die Implementierung mit. Ganz einfach Standard Spring Boot Anwendung. Ich habe einen REST-Controller. Ich habe zum einen über Micrometer die Möglichkeit, einfach so ein Timed dran zu hängen. Das macht dann im Prinzip das Gleiche wie vorhin in dem Python-Beispiel, außer dass es automatisch auch noch den Metriknamen generiert. Das heißt, über Klasse und über einen Endpunkt die Info wird direkt von Spring wiedergeholt. Was ich jetzt hier auch noch habe, ist, ich habe den mal von Hand einen Counter erzeugt. Also ich hole mir die Metrik-Bibliothek rein, erzeuge mir so einen Counter, gebe einen Namen an, der heißt jetzt hier Hellos, und kann dann in meinem Code einfach nur den einmal erhöhen, jedes Mal, wenn ich den Endpunkt aufrufe. Und dadurch, dass ich ihn über das Matrix-Objekt erzeugt habe, über die Matrix-Klasse,
ist ja auch automatisch in der Registry mit drin und wird, wenn ich nachher den Endpunkt aufrufe, auch mit ausgegeben. Wechseln wir mal hier rüber. Ich habe einen Playground 8080. Ich habe einen, ich muss, Moment, ich habe hier einen Stack hochgefahren. Da läuft diese Boot-App mit drei Replikas. Hier ist es jetzt so, wenn ich die Anwendung ein paar Mal aufrufe, den Endpunkt, dann kann ich mir jetzt hier mal den Hellos. Dadurch, dass es ein Counter ist, macht Micrometer auch schon die Standardnamenskonvention. Das heißt, er macht ein Total hinten dran, weil die Datenstruktur ein Counter ist. Wenn ich den jetzt zurückhole, sehe ich hier, einer hat 5 abgekriegt, die anderen keinen. Das liegt dran, dass ich kein, ups, dass da irgendwie der Load Balancer von diesem Play with Docker irgendwie doch Sticky Sessions zufallsweise an den ausliefert. Jetzt kann ich, ups, wieder zurückspringen. Je nachdem dauert es kurz. Nee. Jetzt sieht man, dass hier zwei Instanzen, die den Counter erhöht gekriegt haben. Und wenn ich jetzt natürlich das Ganze so zusammen sehen will, ups, kriege ich meine Summe über alle zurück. Ist jetzt hier ein relativ einfaches Beispiel. Was wollte ich noch an dem zeigen? Ups. Genau. Ups, der leckt ein bisschen. Ich kann jetzt über die Docker-API meinen Service einfach hochskalieren. Er soll jetzt 5 haben, hat noch 3, weil er noch ein bisschen dauert, bis er seine 5 Instanzen hat. Jetzt sind die 5 Instanzen hoffentlich auch in der Target-Übersicht zu sehen. Noch sind es 3. Im Prinzip kann man das Intervall angeben, wie oft der DNS abgefragt wird. Und ich meine, wahrscheinlich sind es 30 Sekunden, bis er hier das Update mitkriegt. Dann tauchen hier die 5 Instanzen auf. Das ist eigentlich im Prinzip einfach der Weg. Ich kann hier auf der einen Seite meine Konfigurationsdatei mit anschauen, die ich reingegeben habe. Das heißt, ich kann ja beispielsweise Node Exporter, der als Dienst mit, als Container mitläuft, über DNS Service Discovery, über dieses Tasks reinholen. Damit ist jede Instanz davon mit drin. In der Target-Übersicht sieht man jetzt, ist er auf 5 hochgegangen, weil im Service im Docker DNS dann alle Einträge drin sind. Hier sieht man noch die Infos, die potenziell zur Verfügung stehen. Jetzt das Ganze in Grafana angucken. Können wir zum einen mal noch die vorgefertigten Dashboards anschauen. Also wenn man Prometheus Grafana zusammen verwendet, ist meistens so, dass so eine Kombination aus, wenn jemand einen Exporter schreibt, gibt es meistens auch noch irgendwie ein Grafana-Dashboard dazu, was genau auf die Metriknamen passt, die der Exporter mit rausgibt. Das heißt, wenn man jetzt einen Elasticsearch-Cluster überwachen will, kann man Prometheus Exporter dazu schmeißen. Auf grafana.com das Dashboard.org. Com ist es mittlerweile, glaube ich, auch, oder? Kann ich dann da auch noch die fertigen Dashboards mir schon dazu runterziehen, haben irgendwie eine riesige Ansicht. Also es ist eher so, dass man dann aus den Dashboards ein bisschen was rausschmeißt, was man nicht versteht oder einen nicht interessiert. Aber es ist eine ziemlich coole Integration, weil ich mir einen Exporter hole und damit schon ein fertiges Dashboard zusammenbekomme. Gucken wir uns das mal noch an. Prometheus selbst scrapt sich selbst auch. Also das heißt, er speichert zum einen Zeiten, wie lange er braucht, um auf bestimmte Sachen zu reagieren und liefert auch selbst über sich Metriken aus, wie viel Speicherverbrauch, wie lange die Scrapes gedauert haben, wie viele Scrapes er insgesamt gemacht hat, wie viele in den letzten 5 Minuten. Also das sind schon ein paar Daten, das ist jetzt rein über Prometheus selbst.
gibt auch noch die Möglichkeit, das ist jetzt eins von den Dashboards, das sieht man jetzt, dass die Anzahl der Boot-App hier von 3 auf 4 auf hoffentlich am Ende 5 hochgegangen ist. Das sind im Prinzip die Infos, werden jetzt über einen C-Advisor zusammen abgegriffen. Kann man sich auch rauslassen, welcher Container jetzt wie viel RAM verbraucht hat. Und in den meisten Fällen, das können wir uns auch mal selbst zusammenbauen, sind es jetzt die Spring Boot Container, weil die sich erstmal irgendwie 500 MB oder so krallen, um Hello World rauszugeben. Genau, und dann, also es liegt daran, dass keine Limits, keine Heap Sizes gesetzt sind, dass er sich einfach mal ein paar MBs schnappt. Da kriege ich noch über die einzelnen vom Node-Exporter die Infos zurück. Das ist das, was ich eigentlich geschenkt bekomme, wenn ich einfach nur das Tooling einsetze. Muss mal gucken, da ist ein Fehler drin. Genau. So, wenn wir uns jetzt ein neues Dashboard zusammenbauen, das wir jetzt auch mal noch einmal gesehen haben, kann ich jetzt einen Graphen bauen. Hier unten habe ich meine Auto-Completion auf Prometheus. Und das sind jetzt die Up-Metrik, macht jetzt da nicht ganz so viel Sinn. Schreiben wir mal unsere Hellos rein. Dann kann man jetzt hier sehen, dass vielleicht von den 6 Stunden weg. Wann welche Instanz wie viel abbekommen hat. Ich habe jetzt hier die Möglichkeit, das Ganze noch irgendwie über Templating Syntax dann auch einzuschränken auf Instance beispielsweise, damit die Legenden schöner werden. Und kann hier jetzt im Prinzip meine kompletten Queries zusammenbauen, die was mich interessiert von der Anwendung. Ich habe noch ein kleines Beispiel für die Daten, die aus dem C-Advisor direkt zurückkommen. Schmeißen wir es einfach mal hier rein. Der C-Advisor, der macht alles, was Namespaces sind. Das heißt, er liefert auch Sachen aus, die nicht direkt mit Docker zu tun haben. Wie man jetzt hier sieht, da hängen ziemlich viele Labels dran. Das heißt, wenn so ein Docker-Container gestartet wird über Swarm, dann passiert eigentlich relativ viel von dieser Swarm-Magic über Labels, die an die Container drangehängt werden. Die kann ich jetzt hier auch alle wieder darüber einzeln rausziehen. Ich habe es mir mal einfach gemacht und hoffentlich komplett die Legende schon mal vorbereitet, sodass ich jetzt sehen kann, beispielsweise welche Anwendung wie viel RAM verbraucht. Stellen wir noch die Einheit richtig ein. Ein so Ansatz von Prometheus ist auch, überall die Standardeinheiten zu verwenden. Das heißt, dass man nicht in Metriknamen Kilobytes oder sowas mit reinschreibt, sondern es gibt 64 Bit-Floats. Damit soll es möglich sein, genügend abzudecken, sodass man es in Bytes alles ausgibt. Und so sieht man jetzt beispielsweise, dass die ganzen Go-Anwendungen, kleinen Go-Prozesse, die für Prometheus da sind, ein bisschen weniger gerade brauchen als die Spring Boot-Anwendung. Ja. Genau, und die alten Instanzen hatten da noch keine Werte, hier haben sie dann ihre Werte gekriegt. So, ich springe noch einmal kurz zurück, oder gibt es gerade noch ein paar Fragen zu dem? Ach, gut. Hier nochmal weiter. Abschließend, Prometheus selbst ist relativ einfach zu betreiben. Das ist so ein Grundsatz, den sie sich mit aufgenommen haben. Es gibt keine hochverfügbare Datenbank oder irgendwelche Sachen, die als erstes kaputt gehen, wenn was kaputt geht, sondern es ist relativ einfach. Ich kann im Prinzip die Go-Binaries runterladen und direkt ausführen. Prometheus kümmert sich speziell um Metriken. Das heißt, ich kann sie so Health-Checks, Metriken abrufen. Alles, was dann Richtung Tracing, Logging und so geht, sollte man über weitere Tools abbilden. Das ist nur ein Baustein im Ganzen. Was ich festgestellt habe, ist, dass es extrem großes Ökosystem gibt für zig
Datenbanken, Tools, die man verwendet, gibt es einen Exporter. Viele Anwendungen jetzt mittlerweile auch, die direkt per Flag ansteuerbar sind, dass sie noch einen Prometheus-Endpunkt mit exposen. Und wahrscheinlich ist es halt auch ein Format, was so ein bisschen Zukunft hat, wenn man da die ganzen Bestrebungen sieht, dass das Richtung Standard gehen soll. Nichtsdestotrotz gibt es noch ein paar andere Lösungen. Grundsätzlich anderer Ansatz, der Tick-Stack von Influx. Der ist nicht pull-basiert, sondern komplett auf Push mit einer Pipeline, wo die Metriken durchfließen, am Schluss in der InfluxDB drin landen. Da ist dann so ein Alerting eher über im Prinzip einen Prozess, der in so einem quasi Stream-Processing abläuft. Von Elastic gibt es noch Metric Beat. Das ist weniger um eigene Anwendungen zu überwachen, sondern eher um bestehende Software. Also da gibt es dann Beats, die in Apache auswerten, Beats, die in irgendwelche anderen Host-Metriken auslesen und nach Elasticsearch schieben. Und von Netflix gibt es noch Atlas. Das ist aber nur ein Teil eigentlich von dem Ganzen, was dann eher so eine Time-Series-Datenbank und ein bisschen API obendrauf Visualisierung ist. Aber kein komplettes Metriksystem. Also eher nur wo man dann eine Software braucht, die auch hinschreibt. Gut. So viel dazu. Jetzt wäre ich noch für ein paar Fragen offen, falls es denn welche gibt. Okay, Frage war vorgefertigte Alerts. Ich glaube, da ist GitHub so die beste Quelle. Also nicht jetzt wie bei den Dashboards, dass die irgendwie zum Exporter mit dazu gibt, sondern da ist dann eher so, dass man sich das schon noch zusammensucht eher. Also habe ich jetzt nirgendwo wirklich gefunden. Unterschied zwischen Grafana Alerting und Prometheus Alerting. Ich glaube, Grafana ist ein bisschen, also in Grafana kann ich Alerts definieren, dann muss aber Grafana die ganze Zeit die Daten aus der Datenquelle abholen, soweit ich weiß. Bei Prometheus mache ich das in dem Prozess selbst. Ich weiß nicht, wie mächtig es ist, wenn man in Grafana direkt die Alerts definiert. Hatte ich jetzt noch nicht gemacht. Aber ich habe halt die Möglichkeit, dieses Die Vorteile von Alert Manager sind, dass ich die, also diese ganzen Silencing Rules, Grouping Rules, Alert Manager ist ziemlich stark darauf ausgelegt, dieses Routing nachher zu machen, wer den Alert bekommt. Ich weiß nicht, wie gut ich sowas in Grafana angeben kann. Also ich kann eine Bedingung angeben, einen Threshold, der erfüllt sein muss, und dann eine Aktion, glaube ich. Und die Idee bei Prometheus ist, dass du einen Alert definierst, wenn dieser Alert feuert, noch weitere Labels hinzufügen kannst und dann später im Alert Manager dieses Routing angibst. Also du hast so einen ganzen Baum von Routing-Regeln, die ausgewertet werden und dann entscheiden, Severity critical, dann Pager, ansonsten E-Mail. Ich glaube, das ist ein bisschen mächtiger, und was ich schöner finde, ist, dass die Regeln sind dann auch in einer Textdatei, die ich ins Git einchecken kann. Das ist bei Grafana aktuell noch nicht so. Ich glaube, die Dashboards gehen jetzt in so eine Richtung hin, dass die auch direkt von File ausgeladen werden können. Ich glaube, dass dieses ganze System hinten dran, welche Systeme angetriggert werden, ist in Prometheus mächtiger. Aber ich habe zu wenig mit Grafana gemacht,
um das wirklich beurteilen zu können. Okay, also Kommentar geht, aber nicht gut in Grafana. Aber ich glaube, es gibt auch, es gibt, glaube ich, Probleme in Grafana, wenn man dieses Templating verwenden will, dass man dann keine, nicht mehr die Alerts nicht mehr richtig mitbauen kann. Ich weiß nicht, ob das nur mit bestimmten Datenquellen zu tun hat, aber ich meine, dass sie, sobald man Template-Variablen verwendet, nicht mehr das für die vollen, den vollen Alerting-Umfang nutzen kann. Pull-Ansatz, wie gut skaliert der? Es gibt ein paar Blogposts, das war auch sowas, was sich irgendwie ein bisschen komisch anfühlt, weil man nicht irgendwie einen Cluster von Prometheus-Servern hat, sondern einen. Es gibt so ein paar Messungen mit einem einzelnen Host, schon recht dicker Rechner, der dann aber an die 10.000 Scrapes pro Sekunde durchbekommt. Also die Idee ist, glaube ich, auch, nicht irgendwo ein ganz fettes Prometheus hinzustellen und alle möglichen Anwendungen damit zu scrapen, sondern eher mit mehreren zu arbeiten und dann über Federation das Ganze zu machen. Weil gerade jetzt in so einem Umfeld, wenn ich jetzt einen Docker Swarm habe und irgendwo in einem anderen Projekt auch nochmal einen Swarm, die aber an sich nichts miteinander zu tun haben, dann kann ich ja nicht von außen in die Swarms reingreifen, sondern muss das Monitoring sowieso mit in die Swarms rein deployen. Das heißt, ich habe eigentlich nur so einen Scale von einem Projekt und habe dann eher Federation, wo ich mir dann in Zentrales die wichtigen Metriken reinziehe. Dadurch, dass es Einzelprozess ist, ist es nicht hoch verfügbar. Hochverfügbarkeit bei Prometheus ist die Idee, einfach zwei Prometheus komplett separat voneinander laufen zu lassen. Und genau, die. Ja. Also. Ja, aber also rein die Hochverfügbarkeit jetzt, wenn der Innere dann weg ist, ist das schon die Idee, wirklich einfach zwei hinzustellen. Der Alert Manager ist auch genauso gebaut. Also den Alert Manager kann ich dann auch mehrfach deployen. Und da gibt es dann im Prinzip einen Mechanismus, dass die untereinander das hinbekommen, dass die Alerts dedupliziert werden. Das heißt, dass sie nicht jeder Alert Manager dann jeden Alert dreimal raushaut. Aber so rein die Idee ist, möglichst einfach das Ganze zu halten und nicht irgendwie noch eine. Es gibt ja so OpenTSDB, wo ich erstmal ein Hadoop-Cluster aufsetzen muss, bis ich Daten reinpumpen kann. Mit Prometheus 2 kam jetzt übrigens auch, das war eine von den größeren Änderungen, zum einen die Persistenz selbst umgebaut und auf einen Mechanismus umgebaut, dass ich den Data Store Pluggable einfügen kann. Das heißt beispielsweise, wenn es darum geht, wirklich nur die Daten sicher zu haben, kann ich jetzt auch Prometheus in eine InfluxDB schreiben lassen, die ich dann wieder hochverfügbar anbiete oder hochverfügbar hinstelle. Okay, hochverfügbar. Ja, Frage war Hochverfügbarkeit von Prometheus innerhalb von Grafana. Kann ich mehrere Prometheus-Server angeben? Ich denke, das würde man ganz normal über ein Load Balancing machen, wie es auch bei den anderen Diensten läuft, dass ich die mehrfach starte und hinter einem Namen anspreche. Und wenn einer stirbt, dann geht der Request gegen einen anderen. Also, dass ich trotzdem nur über einen Namen mit Prometheus spreche.
Also so wie man die ganzen anderen Container auch. Ja. So, im Docker-Umfeld ist es ja schon gegeben, dadurch, dass ich dass ich schon einen Service habe und mehrere Instanzen hinten dran. In einem Nicht-Docker-Umfeld, ja, müsste ich einen Load Balancer vor mehrere Instanzen stellen. Meine Einschätzung zur Zukunft von Nagios Issinger. Ich bin Softwareentwickler. Ich habe mit den Tools rein aus der IT eigentlich bisher wenig gearbeitet. Ich glaube, das ist ein anderer Ansatz. Also mein Verständnis ist ja, dass ich dort eher einen Check einbaue, wo ich einen Gesamtzustand von einem System abfrage auf dem System, anstatt jetzt irgendwie ganz viele Metriken zu sammeln. Ich glaube, wenn es in diese dynamische Richtung reingeht, also gerade so mit der Erfahrung von Zabbix beispielsweise, da kommt man schnell in ganz große Bedrängnis, irgendwie das überhaupt noch hinzubekommen. Also ich glaube, wahrscheinlich wird es da auch in irgendeine Richtung gehen, dass sowas wie Service Discovery mit reinkommen muss. Ob es da Bestrebungen dazu gibt, keine Ahnung, aber. Ich glaube, wenn die Umgebung dynamischer werden, braucht man auf jeden Fall da ein Tool, was einen unterstützt, weil sonst. Kurze Anmerkung hierzu noch: Wer das Linux-Magazin liest, da taucht neben unserem Vortrag hier taucht noch ein zweites Tool, also Prometheus noch ein zweites Tool auf, was womöglich an der einen oder anderen Stelle Nagios ablöst, und das heißt Sensu. Also im vorletzten Linux-Magazin sind die beiden Ansätze, Prometheus und Sensu, miteinander verglichen worden. Und dieses Sensu macht es möglich, ziemlich viel aus dem Nagios zu übernehmen. Ich habe aber die Einzelheiten schon wieder vergessen. Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich so ein Grund, der dafür spricht, dass die Systeme noch eine Weile in Betrieb bleiben, weil da schon viel Aufwand reingeflossen ist und man das nicht unbedingt nochmal ein zweites Mal neu bauen möchte. Also ich denke, da wird es wahrscheinlich immer einen Parallelbetrieb noch geben, bis mal viele Systeme irgendwann abgeschaltet sind. Es ist auch aktuell unser Ansatz, das so zu tun, weil wir auch einiges noch in Zabbix-Infrastruktur haben. Und die jetzt einfach abzuschalten und umzuziehen, macht halt auch keinen Sinn. Cool. Kleine Anmerkungen von Eigenwerbung, falls es jemand ausprobieren möchte. Wir haben einen fertigen Stack, den man deployen kann im Swarm, der das alles in einem Compose Swarm Mode abbildet. Okay, wie heißt der? Also steht, wenn du es gerne in das Meetup als Kommentar reinschreibst. Okay, cool. Ja, also ich habe auch, es gibt auch einige fertige Stacks von diesem Stefan Prodan, der eingebaut hat. Zum schnellen Testen, also für die Demo habe ich jetzt auch so einen genommen. Im Live-Betrieb sind sowas wie ein Seerdweiser und ein Node-Exporter. Würde ich jetzt nicht als Container direkt mit betreiben, weil es zum einen viel Umkonfiguration braucht, weil ich ja irgendwie einen Node-Exporter starte, der die Systemmetriken auslesen will. Wenn der als Container läuft, kriegt er aber seinen eigenen Namespace. Dann muss ich wieder Zeug reinmounten von außen, dass ich eigentlich an den eigentlichen Host drankomme. Dann stimmt mein Target nicht mehr, weil die IP-Adresse die Container-Adresse und nicht die vom eigentlichen Host ist. Also wir haben die Sachen auch so gemacht, dass wir gerade diese Basisinfrastruktur mit Ansible mit ausrollen und dann über DNS Service Discovery einfach alle Swarm-Hosts damit abscrapen und nur die eigentlichen Container, die dann in Docker laufen, über die DNS Service Discovery. Also Meetup, ich kann auch noch den Link mit reinhauen, das ist wahrscheinlich fast. Die sehen alle relativ ähnlich aus. Viele bauen da eigene Images noch, die dann noch so ein bisschen Hacky-Zeug machen, so ein etc-Host nehmen.
überschreiben. Okay, ja. Okay, cool. Ja, cool. Alles klar, dann Dankeschön.